Heute geht es aber, wie gesagt, um das Thema Motivation, gute Laune und Mindset. Zum Thema. Ich wurde gefragt, wie machst du das, dass du immer so gute Laune hast? Ja, ich bin grundsätzlich tatsächlich ein positiv denkender Mensch und denke mir, ich mache hier mal winken und hallo an alle. Schön, dass ihr dabei seid. Also ich versuche auch aus den schlimmsten Situationen das Beste rauszuholen. Und das ist einfach eine positive Grundeinstellung, die ich da habe, glaube ich. Und wenn ich zurückgucke zum Thema Karriere, Erfolg, Motivation, Anfang 20 hatte ich ja einen sehr schweren Verkehrsunfall. Und es gibt Menschen, die mich damals gefragt haben, das war im zweiten Semester meines Studiums, ja, brichst du jetzt dein Studium ab oder was machst du jetzt? Ja? Wie geht es jetzt weiter? Und das sind Fragen, die kamen für mich überhaupt nicht in Frage. Also dieses Aufgeben oder liegen bleiben, das gibt es für mich nicht. Ja? Und ich glaube schon, dass das eine Grundeinstellung ist in irgendeiner Form. Man sagt, da gibt es ja auch einen Fachbegriff dazu, der sich nennt Resilienz, also hinfallen und wieder aufstehen. Und natürlich habe ich auch Regentage. Ja, ich habe dazu ja auch schon mal ein IGTV-Video hier gemacht zum Thema, ja, es geht halt auch mal runter. Aber jedes Mal, wenn es irgendwie blöd läuft oder man eine komische Phase hat, sage ich mir halt einfach immer, die Phase geht vorbei. Ne? Nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Und das ist einfach so eine Grundeinstellung, die ich habe. Das ist was, ich bleibe da nicht drin hängen in diesen Depressionsphasen oder in Negativphasen. Wie gehst du mit Enttäuschung um, gerade wenn Menschen einen verletzen? Micha, wenn Menschen einen verletzen, dann ist das tatsächlich so, dass ich mich auch schon von Menschen verabschiedet habe. Und zwar ziehe ich dann ein Resümee für mich und gehe wirklich ehrlich mal in mich und frage mich, was bringt mir dieser Mensch? Das mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber eine Verletzung ist ja eine Diskussion oder eine Meinungsverschiedenheit, die irgendwo herkommt und irgendwas passt halt nicht. Ja? Und ich bin vom Typ her eher jemand, der sehr, sehr viel gibt, der immer für andere da ist, für meine Freunde, meine Bekannten, meine Kunden. Ich bin immer da und ansprechbar. Und das geht natürlich ans Energielevel. Und gerade wenn so ein Punkt ist, Micha, wie gehst du mit Enttäuschung um, dann ist dieses Ereignis tatsächlich ein Punkt für mich, in mich zu gehen und zu überlegen, okay, jetzt blick mal zurück, wie waren die letzten Jahre? Was habe ich für denjenigen gemacht? Meistens war es tatsächlich, dass ich viel gegeben habe. Und was bekomme ich? Wann ist derjenige für mich da? Wann hat der mich aufgefangen? Wann gab es Situationen, wo ich denjenigen gebraucht habe? Und wie war der dann für mich da? Und wenn ich dann feststelle, in so einer Situation, dann ziehe ich tatsächlich Resümee und treffe für mich eine Entscheidung. Und dann kommt es darauf an, wie reflektionsfähig ist mein Gegenüber? Kann ich das mit dem Gegenüber ausdiskutieren und besprechen? Oder treffe ich die Entscheidung für mich? Und ich habe beides schon erlebt. Ja? Schreiben ist für mich immer ein sehr gutes Instrument zum Verarbeiten von solchen Enttäuschungen und Themen. Das heißt, ich habe oft dann auch mal einen Brief geschrieben an diese Person und die verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Aus deiner Wahrnehmung ist es wahrscheinlich so und so gewesen. Und aus meiner Wahrnehmung ist das und das angekommen, weil du über das Verschriftlichen die Emotion A rausholst und das ein guter Verarbeitungsmechanismus ist und B über das schriftliche Bild denkst du stärker darüber nach, was ich sagen will, was ich ausdrücken will. Und das kann ich vielleicht noch als Tipp geben an der Stelle, dass da Schreiben in der Kommunikation mit demjenigen, mit dem du gerade Enttäuschung hast, ein gutes Instrument ist. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber von der Reflexionsfähigkeit nicht unbedingt in der Lage ist, Perspektivwechsel einzunehmen oder auch bereit ist, sich auf meinen Stuhl zu setzen und zu versuchen zu verstehen, wie es mir in der Situation geht oder dem Verletzten, dann, ich tippe hier mal das Thema noch ein für heute, dann treffe ich auch eine Entscheidung für mich. Das heißt,
ich gehe demjenigen aus dem Weg, sage auch an der einen oder anderen Stelle, dass es für mich gerade keinen Sinn macht in der aktuellen Lebenssituation. Und dann kann es auch schon vorkommen, dass ich für mich tatsächlich einfach die Entscheidung treffe und aus der Kommunikation komplett raustrete. Ja? Wenn der Energieaufwand einfach zu groß ist, da beim Gegenüber für Resonanz zu sorgen. Also wenn ich von vornherein weiß, das mündet in eine blöde Diskussion, in eine Diskussion, die weder dem Gegenüber noch mir was bringt, die uns beide einfach nur aufreibt, ja, dann cutte ich einfach den Kontakt. Ja. Und je mehr ich tatsächlich in diesem Erfolgsthema unterwegs bin, was gleichzeitig bedeutet Fokus auf die Ergebnisse, Fokus auf Fokus auf was will ich erreichen, was sind meine Ziele, umso mehr merke ich, dass dieses, wenn wir Menschen Energie ziehen durch solche Diskussionen, das ist alles Energie und Lebenszeit, die dich ablenken von dem, was du erreichen willst. Und dann sage ich mir tatsächlich, am Ende beißt du alleine ins Gras. Ne? Also ist diese Person dann noch da? Weißt du nicht? Ja? Das kannst du, und das sind so Dinge, Anfang 20 hat mir mal jemand einen Spruch mitgegeben, die hat gesagt zu mir, Katja, es sind Menschen begegnen uns in unserem Leben, die begleiten uns nur eine Zugfahrt lang, ein paar Tage, ein paar Stunden. Die sind aus einer Situation heraus bei uns oder aus einem Umstand heraus bei uns. Und manche begleiten dich ein paar Jahre und eine Handvoll, ein paar wenige Menschen begleiten dich ein ganzes Leben. Und dieser Satz hat mir tatsächlich geholfen, da auch loszulassen. Ja? Also da auch mich von Menschen zu verabschieden, die mir nicht gut tun am Ende. Weil es ist tatsächlich so, nicht jeder ist positiv. Es gibt auch, ich habe genug Menschen, damals, als ich in meiner großen Trennungsphase war, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, 2 Jahre lang, alle Leute, die sich trennen auf diesem Planeten, tanzen bei mir an und wollen sich ausheulen und so weiter. Und hallo Helmut, schön, dass du da bist. Hallo Steffi. Und da habe ich natürlich sehr viel gegeben. Also es ist jetzt nicht nur eine reine Ego-Nummer, was ich jetzt hier sage. Hallo Paul. Sondern es ist dann zu dem Thema eben nochmal zurückzukommen, wenn mich Menschen enttäuschen, wenn es einen Punkt gibt und ein Außer, hi Mika, cool, dass du da bist, dann fange ich an, drüber nachzudenken. Ja.